Bei dem am Montag bekannt gewordenen Ischgl-Kitzloch-Fall steckt doch die Coronavirus-Variante Omikron dahinter. Die entsprechende Bestätigung haben nunmehr aktuelle Nachmeldungen des auswertenden Labors gebracht, teilte das Land Tirol am Mittwoch mit. Am Dienstag war bekannt gegeben worden, dass die Auswertung der Probe keinen Hinweis auf Omikron ergeben habe. Als Konsequenz trat nunmehr das übliche Prozedere in Kraft. Die Absonderung von engen Kontaktpersonen wurde gemäß den Bundesvorgaben von der Polizei durchgeführt. In dem während der ersten Phase der Pandemie in die internationalen Schlagzeilen geratenen Lokal war ein Servicemitarbeiter positiv auf das Virus getestet worden. 128 weitere Omikron-Fälle in Tirol sind unterdessen gemeldet worden. Zum überwiegenden Teil handle es sich dabei aber um Nachmeldungen seit dem 25. Dezember, da die Virologie in Innsbruck über die Weihnachtsfeiertage geschlossen gewesen ist. Die betroffenen Personen befanden sich in Quarantäne. Insgesamt verzeichnet man in Tirol bisher 219 Omikron-Fälle. Davon galten 184 noch als aktiv positiv.